America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Anfangs-Noob-Guide mit mir, dem Gumbi von Advanced Gaming for You. Ja, so viel wie in League of Legends muss ich nicht vorher erklären im Prinzip, weil man im Prinzip nur Skins auswählen kann. Man hat anfangs, was vielleicht auch eine Besonderheit ist, alle Helden zur Verfügung. Kann die auch hier schön ordnen nach Carry. Also voll Carry, bisschen Carry, ein bisschen Support, sowas gibt es hier auch. Nuker und so weiter. Kann man die alle ordnen lassen. Ja, was ihr hier habt, ist trotzdem halt ein Shop für Skins und Truhen. Könnt ihr halt so Matches zuschauen, die auch teilweise im hohen MMA-Bereich liegen. Dann könnt ihr hier halt so kleine Tutorials machen, erste Mechaniken, wie bewege ich mich, wie bewege ich meine Kamerafähigkeiten aufwerten und so weiter. Dann habt ihr hier eine Spielhalle, das ist, finde ich, ziemlich cool, weil man hier mit so Dota-Texturen im Prinzip so kleine Spiele spielen kann, sowas wie 2 gegen 2 in so einer kleineren Arena, Hook Wars, ist auch lustig. Der Starlight Ninja heißt es. Warum es Run Gay Run heißt, ich weiß es nicht. 10 gegen 10 auf der 5-Player-Map, das ist ziemlich verrückt. Ja, Duell 1 gegen 1 ist eigentlich auch ganz cool. Da muss man nicht so viel rumstellen und die Map ist auch besser zum 1 gegen 1 spielen. Dota Chess kann man sich mal anschauen, ich weiß nicht. Und Invoker Wars Reborn ist relativ okay, um die ersten Skills von Invoker kennenzulernen. Ja gut, dann zeige ich euch erstmal das Spielfeld. Dazu erstelle ich erstmal so eine Lobby, wo ich alleine drin rumchill. Forever alone. Nee. Ja, hier den wunderschönen Ladescreen von Nature's Prophet. Habe ich gedroppt bekommen. Das ist auch ein Unterschied. Ein leichter Unterschied, sage ich mal. Man bekommt hier keine Kisten gedroppt oder Schlüssel oder sowas in der Art, sondern im Prinzip nur Skins und Hintergründe. Also ein Skin besteht nicht aus einem Set im Prinzip, das man da ausrüsten kann, sondern es besteht aus vielen kleinen Teilen. Meistens bekommt man dann eben ein Set gedroppt. Das schaut dann halt zusammen alles ganz cool aus, aber man kann jetzt zum Beispiel auch einen anderen Stab verwenden oder sowas, wenn man möchte. Ja, so zur Vorbereitung. Es gibt im Prinzip drei verschiedene Attribute, wie man hier jetzt wunderschön sehen kann. Stärke, Agilität und Intelligenz. Ja. Was findet man so unter den verschiedenen Attributen? Also unter Stärke viele Tanks, auch also so Tank-Carries, würde ich mal behaupten. Ein paar so kleine Supports, was man halt als Support spielen kann. Also Io ist einer der heftigsten Supports. Also ist relativ komplex, finde ich, oder? Ist er komplex? Nein, so komplex ist er anscheinend gar nicht. Ja doch, komplex. Komplexität eben 3. Ich kann ihn nicht wirklich spielen. Rubik, auch schwerer Champ, finde ich. Also an sowas wie Io, Rubik, Invoker und Meepo würde ich mich am Anfang nicht rantrauen. Die sind einfach sehr komplex, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel von LOL auf Dota umsteigt oder eben da mal reinschnuppern wollt, fangt nicht mit Meepo oder Io oder sowas an. Remaining. Ja, wir haben nur noch 10 Sekunden. Hier unten sieht man die Karte, hier kann man sich schön eintragen. 5 seconds remaining. Auch was Neues, also was man LOL nicht machen kann, man kann schon von vornherein Items kaufen. Man kauft üblicherweise so gut wie auf jeden Champ ein Tango und einen, also ich kaufe mir jetzt mal 0 Talisman. Geil, den muss ich mir noch kaufen. Ja, ich glaube, den kaufe ich mir sofort. iCraft. Hallo.
Na egal. Auf jeden Fall gibt es hier etwas, was es in League of Legends nicht gibt, und zwar einen Kurier. Ja, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Geh weg. Also hier seht ihr dann eben nochmal alle Helden, die gepickt wurden. Euer Team, das Gegnerteam, auf dem Screen. Ähnlich wie bei League of Legends eben. Ja. Invoker. Ich habe gerade irgendeinen merkwürdigen Fehler. Moment. Prepare for battle. Wo bin ich? Hallo. Ah, hier. Hier bin ich. Perfekt. Ja, Ultimate hat unser Invoker von Anfang an. Ist das erstmal uninteressant. Tedious. Ich will euch nämlich erstmal die Maps zeigen. Yes. Also die Map zeigen. Es gibt nur eine. Hier habt ihr eben I die proceed. Barracks. In League of Legends werden das die Inhibitoren. Oder der Inhibitor. Da wird zwischen Nahkampf und Fernkampf unterschieden. Wenn ihr die Fernkampf-Barracks des Gegners zerstört, bekommen eure Fernkampf-Minions einen speziellen, also werden stärker. 30 seconds to Also battle. die Minions werden da eben stärker, die Fernkampf-Minions, und hier eben die Nahkampf-Minions. Thither I go. Besser ist es natürlich, wenn man die Nahkampf-Minions zuerst zerstört, weil das einfach mehr sind. Well Würde ich jetzt away. mal behaupten. So, dann noch eine Besonderheit gegenüber League of Legends. Ihr habt hier mehrere Shops. Und zwar habt ihr einmal hier, also habt Starting. ihr hier einmal euren Home Shop So begins und a new hier einen age Side of Shop knowledge. in jeder Ecke. Ihr habt einmal einen Secret Shop. Und hier nochmal ein Secret Shop im gegnerischen Jungle im Prinzip. Ja, soweit zu den Shops. Nicht jeder Shop hat So eben it alle is Items. said. Im Secret Shop gibt es eben Secret Items. Also halt, die sind nicht geheim oder so, sondern die kann Avowedly. man eben überwiegend nur im Secret Shop erhalten. Such tedium. Manche kann man eben auch im Side Shop erhalten, aber nicht alle. So, dann, was haben wir hier? Eine Jungle Rune. Rune. Die Rune spawnt viermal auf der Map. Einmal hier unten, einmal hier, einmal hier und einmal, wo ich jetzt eben stehe. Hier. Also wir können hier auch nochmal gerne hingucken. Hier würde eine spawnen, die sehe ich jetzt halt nur nicht. Hier würde eine spawnen und hier. Ja, wenn man die aufsammelt, bekommt man Erfahrung und Gold. Das ist eine ganz gute Menge. With Ja. speed. Kann ich hier reinschauen? Jo, gut. Hier Onto der Secret Shop, battle. sieht man schon, hat ein anderes Sortiment als mein normaler Shop. Also, der hat nicht wirklich viele Items, aber man braucht sie eben für I'll keep relativ it gute in Items. mind. Also, das hier ist übrigens der Jungle, wo ich jetzt gerade rumlaufe. Hier gibt es immer so kleine Camps. Thus and so. Mal kleiner, das hier ist zum Beispiel ein kleineres Camp, würde ich sagen. Das hier ist ein, naja, mittleres Camp, kann man schon sagen fast. Over Und hier drüben haben wir eben ein großes Camp. yon. Da sind richtig starke Viecher drin, die könnt ihr nicht von Anfang an wirklich killen. path. Man sieht, ich sterb gleich. Und wenn man gleich stirbt, isst man einfach in Dota einen Baum. Zumindest im Early Game. Fine. Man drückt einfach 1 und klickt auf den Baum. Also halt, ich muss jetzt 1 drücken auf den Baum, dann Concentration. habe ich den Tango quasi verbraucht und aktiviert. Dann haben wir hier halt nochmal den ganzen Jungle, bliblablub. Hier unten Away sind ein paar mehr hence. Camps als auf der Top Lane, weshalb es auch eher üblich ist, auf der Lane, in der mehr Camps sind, den Supporter Mindfully. zu spielen. Warum, sage ich euch später. Dann gibt es nicht nur Jungle-Runen, sondern auch I sowas will im aware of River it. eben hier, also in diesem Fluss, der einfach die Map teilt. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch hier die Unsichtbarkeit. Forthwith. Wenn ich die einsammle, werde ich für 45 Sekunden unsichtbar. Invisibility. Ist ganz nice zum Ganken,
für die Botlane. Zum Beispiel, wenn die committed. Botlane gerade einen Fight gewonnen hat, kann die hier schnell diese Rune nehmen. Und wenn es die Unsichtbarkeit ist, kann sie eben schnell auf die Midlane laufen. Und dann hier Attack. eben Damage machen. Sobald ich aber Damage mache oder eben Damage bekomme, werde ich wieder sichtbar. This bores Hier würde me. auch so eine Rune spawnen. Wann die jetzt genau nochmal spawnen, das müsste ich mir nochmal genauer anschauen. Oder stand das gerade hier? Nein, nein, nein. Hier wird auch zwischen Tag und Nacht unterschieden. Es gibt nämlich manche, also es gibt glaube ich nur einen Champion, also mir fällt gerade nur wirklich einer ein, der nachts stärker wird. Das ist dann Nightstalker. Hier haben wir eine Art Baron, das heißt hier halt Roshan. Und der gute alte Roshan, wenn er getötet wird, dann droppt er ein Item. Das Item ist im Prinzip, wenn man stirbt. Also, was macht dieses Item? Das verbraucht hier eben einen Slot. Und wenn ihr stirbt, dann steht ihr eben wieder mit, ich glaube, vollem Leben auf. Das ist ganz nice. In Dota. I'll keep it in mind. Ja, weil ihr dann eben quasi einmal reinrennen könnt und richtig viel Tank, also als Tank richtig viel Schaden fressen könnt und dann gleich nochmal so viel Schaden fressen könnt. Und eure ganzen Carries hinten können so viel Schaden raushauen. Was ich jetzt hier gekauft habe, ist ein Kurier. Und zwar. Moment, ich muss kurz Bot helfen. Jetzt habe ich ja, glaube ich, minimal Damage gemacht. Also wirklich nicht viel. Also, wenn ich den hier verwende, dann spawnt hier so ein kleines, cooles Eselchen. Das kann ich auch steuern, wenn ich hier draufklicke, auf das Eselchen. Und kann es hier so cool steuern. Jetzt hat es schon wunderschöne. Kleine so Icons, damit man weiß, was das Ding macht. Also, wenn ich ihm sag W, dann rennt das Ding automatisch zum Secret Shop. Wenn ich ihm sag Q, rennt das Ding wieder zurück. Wenn ich ihm sag E, dann nimm. Warte, das können wir hier gleich mal machen. E. I'm well aware of it. Ich kann jetzt zum Beispiel hier mal ein Item droppen, das geht in Age of Legends übrigens auch nicht. Dann sage ich eben E, nimm das Ding. Ja, okay, E benutze ich irgendwie nicht. Gegenstände ins Lager zurückbringen. Ja, ihr müsst einfach mit dem Kurier hier drauf und dann bringt er das zurück. Er muss halt das Item bereits drin haben. Umgekehrt mit D nimmt er eben Sachen aus dem Lager raus. Das kann ich hier nochmal schön machen. E und D. Und mit F bringt er das euch. Ihr drückt also quasi einmal F und dann hat es euch gebracht. Optional. Moment. E. E. Ah, fuck. Ich leg das nochmal hier hin. Du sammelst es auf. Tust es ins Lager. Perfekt. So. Erstmal noch kurz. Ich kann den Kurier aufwerten. Und zwar kann ich hier einfach diese Kurieraufwertung kaufen. Muss halt hier zurückgehen. Also muss nicht mal zurückgehen. Das ist das Interessante. Ich muss nicht mal beim Shop stehen. Und kann jetzt halt zum Beispiel hier das kaufen. Und dann ist es sofort aufgewertet. Jetzt hat der Esel eben Flügel bekommen. Und jetzt sehe ich, ah, ich habe meinen Null-Talisman noch im Lager. Kann ihn sehr gut gebrauchen auf der Lane. Dann drücke ich einfach mal F3. Falls ihr eure Hotkeys irgendwann mal anders legt, müsst ihr das euch eben quasi merken. Jetzt halt fliegt das Ding zu mir hin automatisch. Gibt mir das und fliegt automatisch wieder zurück. So. Jetzt sage ich aber, das ging jetzt zu langsam im Prinzip. Zum Beispiel. Moment. Ja, doch. Komm her. Den nächsten hier hin. Nimm das. Fuß ins Lager. Genau. Und jetzt laufe ich euch munter meine Lane runter. Das ist übrigens die Bottom Lane. Hier haben wir die Midlane, also weil sie eben hier schön durch die Mitte verläuft und die verläuft hier eben eher unten. Und das hier ist die Toplane, weil sie hier schön oben in der Ecke hier so verläuft und hier eben so unten auf der Map, deswegen Botlane. So, ich laufe jetzt gemütlich durch meinen Jungle, will halt hier meinen Tower vielleicht defenden und sehe gerade, ich habe hier noch meinen Talisman und das Ding in meinem Lager und sage eben F3. So, jetzt dauert es ewig, bis der Kurier kommt. Also nicht ewig, aber es dauert bis mir zu lang, bis der Kurier kommt.
Weil wenn ich das Item fertig habe, kann ich deutlich schneller pushen zum Beispiel. Dann kann ich hier F2 und dann quasi seine Ultimate aktivieren. Dann hat er um einigen, also dann hat er so einen Speed-Bonus. Hat er zwar nicht lang, aber das kann es durchaus noch bringen. So. Dann will ich mir natürlich auch noch ein bisschen Invoker zeigen. Deswegen cheate ich mir jetzt mal ein paar Level. Bis 25 gibt's Dota, weil ihr hier noch diesen mega coolen Skilltree dabei habt. Ich bin total Fan von ihm. Okay. Dann nehmen wir hier doch den Schaden. Wir wollen ja hier Spirit Forges oder. Ja, Spirit Forges. Alle Attribute oder Angriffstempo. Wir nehmen das. Das ist gut. Das merkt man schon, ich mache deutlich mehr Schaden. Mein Auto-Text. Ja. Man sieht auch wahrscheinlich gleich. Zack, ich mache deutlich mehr Schaden. Deutlich mehr. Ich mache jetzt 475 reinen Schaden, also nur Schaden. Okay, und um euch so ein kleines, nettes Item-Build. Was, also wie ich einen Invoker jetzt bauen würde, ich habe keine Ahnung von diesem Kerl. Aber wie ich ihn bauen würde. Ja, also auf jeden Fall Face Boots, ganz klar. Schuhe braucht man. Blink Dagger braucht man gar nicht. Also Blink Dagger, ich zeige euch die ganzen Items nochmal dann. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, yo, der erklärt gar nichts. Dann auf jeden Fall, das Ding hier, es heißt auch Hex. Deswegen. Ja, hier sieht man es, ich brauche den Secret Shop. Deswegen sage ich jetzt erstmal F2 und W, weil dann fliegt mir das Ding. Übrigens, wenn ihr hier oben auf euer Ding klickt, springt ihr automatisch zu eurem Helden und habt den wieder ausgewählt. Dann nehme ich mir das erstmal. Dagger of the Mind. Und schau noch hier Aghanim's Scepter. Sehr schönes Item auf den Kerl. Verbessert Attacken. Also es verbessert aktiv die ganzen Spells. Hier steht auch, irgendwo feuert. Ja, genau. Seht ihr diese 475? Ich denke schon. Und ich habe hier meinen Exhort hier bereits voll geskillt und meine Ulti ist auch voll geskillt. Also, was kann ich, also, wie kann ich diesen Damage erreichen? Ganz einfach, ich kaufe mir einfach Aghanim's Scepter. Man sieht, ich kann es mir jetzt auch kaufen, weil der Kurier eben da steht. Und jetzt zeige ich ihm einfach F2D. Nein, E, Entschuldigung. Jetzt, dann liefert er mir das schön ins Lager. Er sagt, keine Gegenstände zum Liefern, weil keine Gegenstände im Lager sind gerade. Ich könnte auch jetzt einfach sagen F2F. Dann bringt das mir eben direkt ins Inventar. So, jetzt sehen wir, ich habe meine Face Boots, mein Hex. Hallo? Und hier im Rucksack auch was Tolles. Man kann mehrere Items mit sich rumtragen, als man hier Item-Slot hat. Man hat quasi drei zusätzliche. Allerdings, alles, was sich im Rucksack befindet, hat keinen Effekt auf euer Leben, Mana, Schaden, Attack Speed, Movement Speed, einfach alles. Also es hat keinen Effekt auf euch. Dann kaufen wir uns doch gleich Aghanim's Scepter mal zusammen. Und man sieht schon, ich habe jetzt diesen 537,5 Schaden, mache ich jetzt mit reinen Schaden, mache ich jetzt nur mit meinem Sunstrike. Wer jetzt nicht ganz genau durchblickt, wie ich meinen Sunstrike gehalten habe, ich habe einfach meinen Exhort dreimal hier um mich rumschweben. Sieht man auch hier schön, dreimal Exhort. Habe einfach einmal Ultimate gedrückt und habe ihn dann bekommen. So, wenn ich jetzt andere Zahlen mische, zum Beispiel QWE, dann habe ich einen anderen Spell. Ja. Eins der wichtigsten Items in Dota ist ganz eindeutig Blink Dagger. Ich führe euch gleich mal vor, warum. Beispiel. Ihr rennt einem Gegner hinterher und ihr habt zu viel Movement Speed für euch. Ihr habt schon alle eure Movements Sachen verballert im Prinzip und wollt einfach noch hinterher. Und in League of Legends gibt es diesen tollen Summoner Flash oder eben Blitz. Aber hier kann man einfach das hier machen. Und das kann man alle 10 Sekunden machen. Es sei denn, man wurde angegriffen von einem gegnerischen Champion. Dann hätte man da eine gewisse Abklingzeit drauf. Ich glaube 3 Sekunden für jede Attacke, die da drauf. Also ich werde angegriffen, 3 Sekunden Abklingzeit. Und das setzt sich quasi immer wieder mit jeder Attacke wieder auf 3 Sekunden zurück.
Ja, diese Runen hier, diese Großzügigkeitsrunen, spawnen alle 2 Minuten. Man kann hier, also es geht natürlich nicht im normalen Spiel. Wenn man hier minus WTF im erstellten Spiel das eingibt, hat man keinerlei Mana-Kosten und Abklingzeiten mehr. Dann kann ich euch gleich mal Roshan zeigen. Indem ich hier einfach so richtig viele Sunspecks draufballer und wirklich schnell versuche, da hinzukommen. Ich kann natürlich dann jetzt hier wunderschön reinblinken. Nehmen wir einfach mal das Immortal. Verschiebe jetzt halt den Nullte, das hat nicht so viel Stats, dass das irgendwie wichtig für mich wäre. Immortality. Verschiebe ich einfach mal in meinen Rucksack rein und blink mal hierher. Immortality. Und lass mich jetzt einfach mal killen. Sieht, ich spawne in 3 Sekunden wieder. Ich bin natürlich erstmal raus aus dem Tower, ich will keinen Schaden mehr. Dann kann ich nochmal. Das waren jetzt mehrere. Ich mache jetzt mal nur eine. Die schiebt eure Gegner leicht weg und macht ein bisschen Schaden. Ja, ihr könnt auch diese Zauberrezepte euch so einblenden lassen. Ja, ja. Zum Beispiel QQW wäre die Unsichtbarkeit. QQE benutzt man kaum, wäre so eine Eiswand, so, das verlangsamt Gegner und macht halt ein bisschen Damage. Weiß nicht, finde ich selten. Das hier ist ziemlich gut, das Burstet des Gegners, das Mana vom Gegner. Also er hat weniger, bekommt weniger Mana und kriegt Damage, also er, das verbrennt im Prinzip sofort Mana. Dann haben wir hier so einen Knockup über eine bestimmte Range. Dann haben wir hier einmal einen Attack Speed Boost. Man greift jetzt deutlich schneller an. Ja. Dann die QWE, hatten wir ja gerade schon gesehen, ist dieses übergebende Ding. Aber nur weil wir hier schon. Also normalerweise wäre es nur ein Teil. Aber weil ich das hier, dieses 360 Grad, ich werde das mal kurz ausschließen. Nur weil ich dieses 360 Grad hier oben geskillt habe, macht es jetzt einen 360 Grad. Ja, so müsstet ihr dann eben in eine Richtung zielen und da fliegt es dann hin. Und wir blenden mal nochmal ein. Dreimal E, habt ihr ja schon gesehen, ist dieser mega coole Sunstrike. Der ist übrigens global. Ihr könnt theoretisch auch hier rein Sunstriken. Macht halt viel Schaden und da gibt es so viele Videos und coole Sachen davon, wie Leute dann noch kurz vor der Fountain hier in dieser Base drin noch Leute Sunstriken und dann noch killen. Das ist ziemlich witzig, finde ich. Dann EEQ, macht euch so kleine Lakaien, die können euch beim Pushen ganz gut helfen. Und jetzt kommt mein absoluter Favorit als Spell, also ich liebe diesen Spell. Es ist einfach EEW. Und ihr macht einfach, das nennt man auch umgangssprachlich Meatball. Das heißt, da kriege ich Chaos Meteor und man sieht schon, es rollt und macht Damage. Das ist ziemlich gut. Muss man schon sagen. Dann kann man hier so ein bisschen blinken. Im Jungle gibt es hier auch noch so kleine Regenerationsfarmen. Da muss man aber, glaube ich, erst eine bestimmte Anzahl an Spielern drin sein. Ist alles relativ neu. Ist alles relativ neu mit diesem Zeug. Dann gibt es hier was, auch was relativ Besonderes, was es nicht in League of Legends gibt oder in hier bekannten MOBAs. Man kommt hier nicht mehr runter. Ich kann hier nicht normal runterlaufen. Ich kann hier nur runterblinken. Oder mich eben. Es gibt so viele Sachen, so. Es gibt Charaktere, die können andere so ein bisschen verschieben. Oder Force dafür auch was, was Charaktere verschiebt. Kann man mal machen. Ja. Das wäre jetzt so ziemlich erstmal alles, was ich jetzt fürs erste hier rein machen möchte. So für den Anfang. Dass man dann da halt mal halbwegs so einen kleinen Plan vom Spielfeld hat. Also Rune im Jungle. Ich fasse nochmal zusammen. Rune im Jungle.
Man könnte jetzt theoretisch mit bestimmten Champions sogar das Jungle anfangen, aber ich würde trotzdem erstmal auf der Lane anfangen und irgendwie mit Level 6 oder so das Jungle. Dann verschiedene Shops auf der Map, einmal euer Home Shop mit eurem Kurier, der euch da beliefern kann, euer Secret Shop, wo auch der Kurier hinfliegen kann, und einen Side Shop auf der Top Lane, auf der Bot Lane. Der kann der Kurier theoretisch auch hinfliegen, den müsst ihr aber manuell dahin steuern. Dann With Runen, speed. die hier spawnen. Die gibt zum Beispiel Movement Speed, das ist Haste. relativ random, was die geben. Roshan, also der euch dieses Wiederauferstehen gibt. Forthwith. Und ein paar Creepcamps hier. Das wäre übrigens auch so eine Ward-Station, da kann man wieder nicht I'll keep it runterlaufen. in mind. Und da stellt man meistens Wards auf, weil je höher ein Ward steht in Dota, desto mehr sieht man mit dem. This bores me. Aber das werde ich dann nochmal in einem speziellen Video erklären. Ja, soweit würde ich das jetzt erstmal belassen mit Dota. Das wäre jetzt halt die erste Folge, damit man halt so ungefähr weiß, wie ist das Spielfeld aufgebaut, weil das auch relativ wichtig ist. Den Rest, was natürlich auch unerlässlich ist, sowas wie Farmen und sowas, das zeige ich euch in einem anderen Video. Let's Ja, talk about your ich top hoffe, tower. es hat euch gefallen. Und es werden auf jeden Fall noch weitere Dota-Videos kommen, auch wenn ich vermutlich erstmal noch ein Your paar top LoL-Videos machen tower werde. is under attack. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, euer Gumby.